Willkommen zu einem neuen Video von mir und zwar zu meinem Weekend-Vlog Nummer 118. Ich habe die komplette letzte Woche mit meinem Freund verbracht, schon wieder. Und erstaunlicherweise haben wir aber doch relativ viel gemacht. Also eigentlich nicht viel, aber schon Sachen, von denen ich erzählen kann. Eigentlich hatten wir einen total gruseligen Biorhythmus, sind irgendwie um 4.30 Uhr ins Bett gegangen, haben teilweise um 4 Uhr nachmittags Frühstück gegessen. Und das war alles ein bisschen sehr interessant, muss ich zugeben. Aber wir haben es immerhin geschafft, uns 3 Hörbücher anzuhören, beziehungsweise das Känguru-Manifest. Das hatten wir ja schon teilweise angehört. Da mussten wir nur noch irgendwie eine CD zu Ende hören. Dann haben wir die Känguru-Offenbarung gehört. Damit sind die Känguru-Chroniken für uns abgeschlossen. Und wir haben reingehört, beziehungsweise wir haben es zu Ende gehört, Henri Frotté. Das hatte ich euch irgendwann schon mal gezeigt. Das ist nämlich ein Hörbuch, beziehungsweise, also, ich schneide das nochmal komplett an. Also ich habe das mir gekauft dieses Jahr auf der Leipziger Buchmesse beim Poetry Slam Stand, beziehungsweise beim Stand des Lektora Verlags. Und in diesem Lektora Verlag, da verlegt auch Jan-Philipp Zimny seine Bücher, beziehungsweise Slams. Und, Poetry Slammer schreiben eigentlich keine Bücher, aber der Herr Jan-Philipp Zimny hat mal in einem Slam, bei dem ich mir gerade nicht sicher bin, wie er heißt, halt sozusagen einen Fall beschrieben von einem Kommissar mit interessantem Namen, der, also er nimmt da so ein bisschen alles auf die Schippe, was so krimimäßig ist. Und es war halt so ein normaler Poetry Slam über 2-3 Seiten und dann hat er da aber wohl noch so viele Ideen zu gehabt, dass er sich letztendlich hingesetzt hat und ein ganzes Buch daraus gemacht hat. Das Buch an sich ist inhaltlich wahrscheinlich totaler Blödsinn. Allein der Slam war inhaltlich allein schon totaler Blödsinn. Aber das ist irgendwie so ein bisschen Jan-Philipp Zimnys Markenzeichen, dass der es irgendwie hinkriegt, totalen Blödsinn total lustig rüberzubringen. Und zusammen mit Andy Strauß und diversen anderen Poetry Slammer, die da gerade nicht draufstehen, hat er dann eben sein Buch auch vertont als Hörbuch und das habe ich mir dann angehört nebenbei, weil wir irgendwann entdeckt haben, dass wir ja beide gerne Pokémon spielen und dann hat er angefangen Pokémon zu spielen, habe ich ihm zugeguckt und hatte ich Bock auch Pokémon zu spielen und dann saßen wir da und haben Pokémon gespielt und wenn man Pokémon spielt, dann kann man ganz gut Hörbücher nebenbei hören und deswegen haben wir es letztendlich wahrscheinlich auch geschafft, so viele Sachen Hörbücher zu hören und war auf jeden Fall ganz interessant, kann man natürlich irgendwie, also kann man mit den Känguru-Chroniken nicht vergleichen, obwohl sie wahrscheinlich beide so ein bisschen in das Genre Humor fallen. Aber bei den Känguru-Chroniken, da geht es halt auch aufs Inhaltliche, da ist was gesagt wird lustig und nicht, es ist lustig, weil es totaler Müll ist so. Also es ist ein bisschen kompliziert, ist auf jeden Fall beides sehr gut, also Känguru, ich muss zugeben, das Känguru-Manifest und die Känguru-Offenbarung waren beide nicht so gut wie der erste Teil, die Känguru-Chronik, beziehungsweise Känguru-Chroniken. Aber immer noch gut, kann ich immer noch beides empfehlen. Und wer so ein bisschen Bock hat auf so ein bisschen durchgeknallte, verrückte Sachen, die halt auch ein bisschen wenig Sinn ergeben teilweise, der sollte unbedingt mal in Henri Frotté reinhören. Ich habe nicht geguckt, aber vielleicht gibt es ja das erste Kapitel oder so auf YouTube, da könnt ihr ja mal schauen. Und ja, das Ganze ist auch ziemlich gut für meine Bilanz, denn jetzt, wo ich auch genau in der Mitte meiner Ferien bin, soweit ich das hoffentlich, also ich bin ein bisschen durcheinander gekommen mit den Tagen, weil ich ein wenig an meinem 3DS rumgespielt habe, damit ich ein bestimmtes Pokémon bekomme, was nicht funktioniert hat, was ganz schön schade war, aber da musste ich das Datum umstellen. Und jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, welcher Tag eigentlich ist, aber ich glaube, es müsste heute Sonntag sein. Gestern bin ich leider nicht mehr zum Drehen gekommen. Auf jeden Fall ist es halt so, dass ich so eine ziemlich gute Bilanz habe. Also ich habe, wie gesagt, da Hörbücher ja auch als gelesene Bücher bei Goodreads zählen irgendwie, ist es halt so, dass ich jetzt zur Hälfte der Ferien genau 5 Bücher gelesen habe, also 4 gehört, die 3 Känguru-Chroniken-Teile und Henri Frotté und dann noch Priya gelesen habe, dementsprechend eigentlich sehr gut dabei bin.
Dann habe ich ein Rezensionsexemplar bekommen diese Woche, was wahrscheinlich irgendwie ein paar Tage lang in meinem Briefkasten lag. Ich bin nämlich irgendwie davon ausgegangen, dass derjenige klingelt, aber es hat wohl in den Briefkasten gepasst. Und dann habe ich am Donnerstag gedacht, war das hier noch ein Rezi-Exemplar? Guck doch mal, ob es schon da ist. Und dann war es auch schon da. Und zwar habe ich bekommen die neueste Anthologie aus dem Aalscript Fantastik Verlag, Fantasy Noir. So sieht sie aus. Finde ich irgendwie sehr cool. Mit Lesezeichen und so. Sick, sick. Und sind teilweise wieder die üblichen Verdächtigen aus den anderen beiden Kurzgeschichten, Teilen, eben Anthologien, die ich euch das letzte Mal vorgestellt habe. Und ich lese euch mal vor, was hinten drauf steht. Fängt schon wieder gut an. Versteckt vor aller Augen tummeln sich die Wesen der Nacht unter uns. Selbst die geschulten Adleraugen der besten Ermittler kennen die Gefahr nicht sofort. Die Hüter von Recht und Ordnung kratzen an der Oberfläche der Realität und legen das wahre Gesicht der Welt frei. Doch was sehen sie, wenn sie ins Auge der Dunkelheit blicken? Die Anthologie Fantasy Noir wartet mit 12 übernatürlichen Mordfällen auf mutige Leser, die bereit sind, ihren Geist einer Welt voller düsterer Phantasmen zu öffnen. Klingt auf jeden Fall sehr cool. Freue mich schon drauf, das zu lesen. Da heute Sonntag ist und ich nicht weiß, wie schnell ich damit fertig werde, gehe ich mal davon aus, dass ihr jetzt kommende Woche die Neuerscheinung bekommt als Video und dann die Rezension hierzu. Übernächste Woche am Mittwoch, wenn das alles so funktioniert. Und finde ich irgendwie wie immer schön aufgemacht hier drin auch. Kann ich gleich mal irgendwie... Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen alles an The Great Gatsby. Ich weiß nicht so ganz warum, aber ich finde es total cool irgendwie. Also das kann ich gleich einfach mal anbringen. Wie gesagt, freue mich auf jeden Fall schon drauf, es zu lesen. Und dann sage ich auch euch auch, wie mir das gefällt. Kommt dann auf jeden Fall eben auch, worauf ich hinaus wollte, zu den Büchern hinzu, die ich dann lesen wollte. Und dann fehlen mir nur noch 4. Und da ich ja irgendwie, wie ich schon letztes Mal gesagt habe, noch das eine englische Buch habe, womit ich eigentlich ganz gut vorankomme, wenn ich mich dann mal dazu durchringe, es auf meinem Kindle weiterzulesen. Dann habe ich noch dieses fette Assassinenbuch, obwohl ich mir da nicht sicher bin, ob ich mir dafür die Zeit nehme. Aber eigentlich habe ich die Zeit, also werde ich sie mir wahrscheinlich auch nehmen. Mal gucken. Dann habe ich noch Alice im Wunderland 2. Habe ich dann noch was? Weiß ich gar nicht. Es sind auf jeden Fall schon 3 von 4 Büchern. Wenn ich dann vielleicht noch den zweiten Teil des englischen Buches lese, habe ich meine 10 Bücher für die Ferien zusammen. Also ich bin da doch sehr zuversichtlich, dass das alles so klappen wird. Und dann habe ich auch 24 Bücher gelesen, glaube ich, in diesem Jahr, was eigentlich bilanzmäßig vielleicht gar nicht so super toll ist. Aber für mich eigentlich doch ganz gut, weil ich mir als mein Jahresziel dieses Jahr 35 Bücher gesetzt habe. Und vorausgesetzt, ich kriege das alles ganz gut hin. Also im Herbst habe ich ein bisschen viel weggefahren vom Theater aus. Und da mein Freund, wie ich das jetzt hier schon wieder irgendwie... Finde ich es immer ein bisschen komisch, wenn ich das erwähne, aber ich auf jeden Fall macht der FSJ nächstes Jahr. Und der wohnt ja sowieso schon nicht hier, weil wer wohnt schon da, wo ich wohne? Auf jeden Fall wohnt er ja in der Stadt, wo ich zur Schule gehe, bla bla bla. Und der macht in Neustrelitz sein FSJ und ist dann wahrscheinlich immer erst viel zu spät zu Hause. Dementsprechend werde ich den nur an den Wochenenden sehen. Da ich mir aber meist auch nur in den Wochenenden Zeit dazu nehme zu lesen, könnte es zwar ein bisschen schwierig werden, aber ich denke, die 11 Bücher sollte ich irgendwie in dem restlichen Teil des Jahres noch rumkriegen. Ich habe dann ja auch nochmal Herbstferien und... Nee, Winterferien habe ich nicht. Weihnachtsferien habe ich auch noch. Da ist das Jahr dann auch noch nicht vorbei. Also mal gucken. Ich bin da doch recht zuversichtlich. Ich denke, ich kriege das dieses Jahr ganz gut hin. Und... Ja, genau, apropos Video, ich habe ja hier wieder meinen schlauen Zettel draufstehen, was ich euch alles so sagen wollte. Ich habe mich mal nicht gleich am Anfang des Videos entschuldigt, deswegen entschuldige ich mich jetzt. Letzte Woche sollte eigentlich die Rezension zu Priya kommen, aber da mir das Buch nicht ganz so gut gefallen hat, wurde letztendlich nur ein 2-Sterne-Buch, habe ich der Autorin gesagt, wir müssen ja nicht unbedingt eine Videorezension drehen, einfach auch, weil ich ja schon auf meinen YouTube-Kanal eigentlich gerne Empfehlungen gebe, was wiederum heißt, euch jetzt ein Buch vorzustellen, was mir eigentlich gar nicht gefallen hat, fand ich jetzt irgendwie ein bisschen doof.
Und weil die Autorin dann aber noch ein bisschen Zeit zu überlegen brauchte, konnte ich letztendlich kein Video mehr drehen, weil da mein Freund schon hier war. Und es ist so ein Phänomen, wenn er hier ist, bin ich irgendwie noch fauler als sonst. Außerdem wollte ich natürlich auch gastfreundlich sein und ihn nicht einfach wegstoßen, aber ich muss schon zugeben, dass ich dann letztendlich irgendwie, vor allen Dingen, wenn du dann um 4 aufstehst, naja, auf jeden Fall tut es mir sehr leid, dass kein Video kam. Deswegen, ich werde heute vielleicht nicht, aber morgen werde ich dann das Neuerscheinungsvideo drehen, das dann auf jeden Fall am Mittwoch kommt mit den Neuerscheinungsbüchern im August. Und dann nächste Woche wird hoffentlich, wenn alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, das Fantasy Noir, die Fantasy Noir Rezension kommen und dann passt das alles schon ganz gut, denke ich. Und ja, sonst zu meiner Wochenplanung. Ich will mich vielleicht noch mit einer Freundin treffen, habe aber sonst wieder die restlichen 3 Wochen nichts zu tun. Ja, ich werde also lesen. Ich überlege mir, ob ich vielleicht ein bisschen sogar noch ein paar Hörbücher mir irgendwie ranschaffe, weil ich Pokémon immer noch spiele und man da doch sehr gut was nebenbei hören kann. Und da das ja zufälligerweise auch in meine Lesebilanz reingeht, vielleicht gar nicht mal so schlecht wäre. Aber da gibt's ja, es gibt ja diesen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Wenn man, also es gibt ja Audible oder wie man das ausspricht. Da kann man sich ja MP3s ziehen von Hörbüchern und da kann man sich ja irgendwie immer eins kostenlos holen im Monat oder so und muss dafür aber monatlich 10 € zahlen. Das gibt zwar diesen Probemonat und ich könnte das danach auch kündigen, aber weiß ich nicht und keine Ahnung und vielleicht gefällt mir das ja und weiß ich nicht und weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da überlege ich noch, ob ich das anfange und mir dann irgendwas Cooles zum Hörbuch hole, aber da ist wieder so die Frage, ich habe es jetzt halt so Quatsch-Hörbücher gehört, wo man teilweise auch nur so halb hinhören muss, beziehungsweise weiß ich nicht. Ich glaube, wenn ich mir jetzt so ein Hörbuch hören würde, weil ich hatte da mal durchgeguckt, es gibt jetzt zum Beispiel ein neues Hörbuch angelehnt an die Ereignisse in Sherlock, die Serie Sherlock, auch mit dem Sprecher von Moriarty und so, was sich eigentlich ganz cool anhört, aber halt so Action durchsetzt, das klingt jetzt wieder komisch, aber halt so schon so. Weiß ich nicht, ob ich das gemütlich nebenbei hören könnte. Deswegen gucke ich jetzt auch noch ein bisschen mehr nach so Comedy-Sachen. Aber wie gesagt, die Känguru-Chroniken wäre ich da nicht zufälligerweise irgendwie drüber gestolpert, beziehungsweise wäre sie mir nicht doch von mehreren Leuten empfohlen worden, hätte ich da wahrscheinlich auch nicht reingehört. Und jetzt überlege ich halt noch, was ich da so mir anhören könnte. Falls jemand von euch irgendwelche Empfehlungen hat, was für Hörbücher man sich denn so holen könnte, die so ein bisschen in die witzige Richtung gehen oder auch Hörbücher, wo ihr sagt, die sind zwar irgendwie spannend und gehen in eine Action-Richtung, aber die klingen voll gut, die solltest du dir mal im Hintergrund anhören oder so, dann könnt ihr mir das sehr gerne in die Kommentare schreiben. Also ich freue mich immer über Empfehlungen. Wie gesagt, ich stehe da auch gerade so ein bisschen auf dem Schlauch, weil ich nicht weiß, ob ich mir so Bücher, die ich lese, zum Beispiel irgendwie so ein Hörbuch von einem Buch von Sebastian Fitzek, was eigentlich voll cool wäre, weil Sebastian Fitzek nämlich zufälligerweise, also mein Lieblingsautor ist zufälligerweise mit meinem Zweitlieblings-Synchronsprecher befreundet, der auch alle seine Bücher spricht, Simon Jäger, der Synchronsprecher von unter anderem Matt Damon und auch dem Joker. Ich sag immer dem Joker, weil ich nicht weiß, ob er Heath Ledger generell vorher auch schon gesprochen hat oder ob er nur den Joker gesprochen hat von Heath Ledger. Auf jeden Fall ein unglaublich toller Synchronsprecher, der auch ganz zufälligerweise mit meinem Lieblings-Lieblings-Synchronsprecher David Nathan, ich muss mich wieder so konzentrieren, diese Namen deutsch auszusprechen, befreundet ist. Und dementsprechend könnte man das mal machen. Aber ich weiß nicht, ob ich das dann auch so rezensieren, weiß ich nicht. Also ich glaube, die Bücher von Sebastian Fitzek lese ich lieber. Aber auf jeden Fall, wenn ihr da Tipps habt, könnt ihr mir die gern zukommen lassen. Sorry. Gerade so ein bisschen komisch. So, genau, das war so das Wichtigste. Dann kann ich euch noch erzählen, ich habe es jetzt übers Herz gebracht, mir Windows 10 zu installieren, denn schon wieder mein Freund ist so ein kleiner Computer-Nerd und beziehungsweise nicht nur, aber auch, sagen wir es mal so. Und der weiß so ein bisschen was von auch nicht nur so die normalen Computerkenntnisse, die ich auch habe, sondern sagen wir mal, wenn irgendwas verloren gegangen wäre. Oder sagen wir mal, mein Schnittprogramm, was ich ja unbedingt brauche, damit ihr brav weiter Videos bekommt, irgendwie gesagt hätte, nö, ich bin nicht mehr kompatibel, dann hätte er mir das wieder kompatibel gemacht.
Und dementsprechend haben wir dann letztendlich Windows 10 installiert. Ging eigentlich ohne Probleme, hat zwar ein bisschen länger gedauert, aber wir haben, ich glaube, schon auf Zelda gespielt nebenbei, also war das nicht so schlimm. Und runtergeschmissen hat er mir auch keine Dateien, soweit ich das bis jetzt gesehen habe. Mein Schnittprogramm funktioniert noch super, mein Kameraprogramm funktioniert noch super, also kann ich mit allem doch ganz gut leben. Und jetzt habe ich halt das neue Windows 10. Ich kann ja mal kurz einen Einblick geben für die, die Windows 10 nicht haben. Es ist auf jeden Fall schön, dass sie dieses Kachelsystem jetzt ein bisschen woanders hingeschoben haben, weil es ist noch vorhanden. Aber es ist halt nicht so, dass man, wenn man sich einloggt, erstmal auf diesem Kachelbildschirm ist und dann zum Desktop muss, sondern man wird automatisch auf diesen Desktop geschickt. Und es gibt keine Vorebene mit Kachelsystem mehr, sondern man hat jetzt wieder diesen Startbutton, den man auch auf Windows 7 und anderen Sachen hatte, wo man draufklickt und da ist dann dieses ganze Kachelsystem drin. Was ich aber mit am coolsten finde, ist, also erstmal ist Windows 10 irgendwie so ein bisschen schwarz. Die Explorer und Ordner sind alle ein bisschen weißer als sonst. Ist alles ein bisschen eckiger, ein bisschen kantiger und irgendwie ein bisschen geleckter, so, weiß ich nicht. Aber die Taskleiste ist schwarz, finde ich irgendwie gut. Und Cortana, genau. Cortana ist irgendwie das, was ich mit am lustigsten finde an der ganzen Sache. Cortana ist sozusagen die Siri von Windows. Ist abgeleitet anscheinend von Halo, was ich nie, hoffentlich sage ich jetzt das Richtige, von einem Spiel, sagen wir mal von einem Spiel, in dem Cortana jetzt hat sie sich angesprochen gefühlt, genau, in dem dieses Wesen, wenn ich ihren Namen sage, dann möchte sie, dann denkt sie, ich möchte irgendwas von ihr. Und auf jeden Fall, genau, die gab es in einem Spiel als künstliche Intelligenz sozusagen und die haben sie implementiert mit Namen und also die kann wohl im Englischen auch Halo, ich hoffe es ist Halo, sagen wir mal diese Spiele an, also von diesem Spiel diese Anspielung dann auch verstehen. Ich werde mich jetzt nicht auf Halo festlegen, für alle die jetzt sich schon krampfhaft irgendwo, weiß ich nicht, tut mir leid. Ich weiß, dass nicht das Richtige war. Auf jeden Fall ist es aus dem Spiel raus, keine Ahnung. Und es ist ganz cool gemacht irgendwie. Also ich fand Siri ja schon immer irgendwie ganz cool. Auf dem PC, muss ich zugeben, ist es vielleicht weniger praktisch oder man nutzt es weniger als auf dem Handy vielleicht. Besonders auch was so Erinnerungen angeht und sowas. Aber es ist halt irgendwie ganz, ganz cool so als Gimmick das zu haben. Sie dann auch mal was googeln zu lassen. Ich muss zwar immer ein bisschen schreien, weil meine Kamera samt Mikro immer irgendwo da unten liegt. Aber sonst ist es ganz lustig. Sie kann auch Witze erzählen. Ich habe sie noch nicht gefragt, was 0 durch 0 ist. Ich weiß nicht, ob sie mir es beantworten oder einfach Google aufmachen würde. Aber auf jeden Fall, ja, finde ich das irgendwie ganz lustig. Und sonst auch, Windows 10 ist jetzt kein unglaubliches Improvement, würde ich gerade sagen. Also keine so... Es ist ja auf jeden Fall... Also sie haben schon so ein bisschen die WWchen oder die Sachen, die man zu bemängeln hatte an Windows 8. Ich wollte gerade Windows 9 sagen, aber das haben sie irgendwie übersprungen. An Windows 8, also eben auch mit diesem Kachelsystem, was irgendwie keiner mochte, haben sie so ein bisschen verändert. Das finde ich gut. Und sonst ist halt alles nur ein bisschen kantiger. Also sonst ist nicht großartig was anders. Man hat einen anderen Media Player, der jetzt auch mehr Stuff abspielen kann. Ja, das war es eigentlich. Alles in allem schon. Ich bin damit ganz zufrieden. Wer da also irgendwie ein paar Bedenken hatte, so wie ich, und das irgendwie noch nicht installiert hat, dem kann ich sagen, mach ruhig oder macht ruhig, wie auch immer. Das kann gar nicht so schlimm sein. Und ja, das war auch alles für dieses Video. Viel mehr habe ich nicht zu erzählen, weil viel mehr ist uns dann auch nicht passiert hier. Wir lagen letztendlich ja eh nur wieder im Bett rum, haben Pokémon gespielt oder irgendwas anderes, was jetzt echt nicht so spannend ist. Ich hoffe, in der nächsten Woche passiert noch ein bisschen was, dass ich euch wieder was erzählen kann. Aber ich glaube, alleine unternehme ich noch weniger. Aber wir werden mal gucken, wie das so läuft. Ich werde mich auf jeden Fall natürlich nächste Woche nochmal melden. Und dann, ja, war es das für dieses... war es das für dieses Video. Und die Rezension zu Priya, wer die lesen möchte, die verlinke ich euch unten. Und wer mir irgendwelche Hörbuchempfehlungen geben möchte, kann das gerne tun. Entweder auf Facebook oder eben gleich unter dem Video. Und dann danke ich euch fürs Zusehen und wir sehen uns gleich nochmal auf der Endcard. Bis gleich! Hallo! Unter mir findet ihr meine letzten beiden Videos. Das ist einmal mein letzter Weekend-Vlog, in dem ich von meiner letzten Ferienwoche erzähle. Und daneben ist mein Beitrag zu Wir sind Booktube, wo ich mal ja, sage, was mir Booktube bedeutet und
den Leuten, die meinen, das ein bisschen anders zu interpretieren, mal die Meinung sage. Wen das interessiert, der kann da gerne mal draufklicken. Alles andere habe ich ja schon gesagt. Wie gesagt, Links unten in der Infobeschreibung. Ich weiß nicht, was gerade los ist. Und erreichen könnt ihr mich ja sonst auch überall. Alle meine Social Media Links, Facebook, Twitter, Instagram, Goodreads und der Link zu meinem Blog sind auch alle unten. Und dann hoffe ich, dieses Video hat euch gefallen. Freue mich auf eure Kommentare. Und dann sehen wir uns, wenn ich wieder sprechen kann, bei meinem nächsten Video. Bis dahin, tschüss!